Moment, ich muss den Ingame-Sound leiser machen. Das ist ja mega laut. Willkommen zurück zu einem der wohl größten Spiele unserer Zeit. Mutter hat mein Spiel versteckt. Teil 2. Niemand, aber auch wirklich niemand hat daran gezweifelt, nach diesem grandiosen ersten Teil, dass es nicht irgendwann mal eine Fortsetzung geben wird. Wir haben alle nur darauf gewartet, dass endlich mal die Ankündigung kommt, hey, Mutter hat mein Spiel versteckt, 2 ist jetzt endlich da und es war gestern soweit und ich hab's verpasst. Gestern ist es schon rausgekommen für die Switch und für die PlayStation 4 gibt es das Ganze auch. Ich hab's verpasst. Es tut mir wahnsinnig leid. Ihr seht, wie lange es schon in Entwicklung ist. Ich kann mich mal kurz wieder wegmachen. Hier 2016 bis 2021. Ihr werdet anhand des Spiels erkennen, wie sehr da technische Entwicklungen vonnöten sind. Raytracing soll bestimmt auch in irgendeiner Art und Weise drin vorkommen. Bin mir hundertprozentig sicher. Das Drehbuch ist fantastisch. Die Darstellung der Figuren, die Charakterentwicklung, es ist alles fantastisch in diesem Spiel. Aber jetzt zuerst einmal gucke ich mir das Menü an. So. Nee, ich will ganz ehrlich, ich starte direkt durch, okay? Kannst du gar nicht durchstarten. Doch, jetzt hier. Genau, wir haben hier verschiedene Tage. Insgesamt gibt es 50. Okay, ich glaube, im ersten Spiel gab es auch 50. Übrigens, das erste Spiel habe ich komplett als Spiel durchgespielt. Und das kann ich euch gerne unten in der Videobeschreibung verlinken, das Let's Play, beziehungsweise die Playlist dazu. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich verlinke es euch gerne mal. So, wir starten mal mit Tag 1. Wo hat Mutter unser Spiel am ersten Tag versteckt? Ist ja eigentlich der 51. ne? Wir haben ja schon 50 Tage durch. Mama, du bist ja gerade nicht hier, oder? Ja gut, das war der Anfang, Leute. Erwartet, bitte, das ist Tutorial. Ihr müsst rausfinden, wie das geht. Das ist Tutorial, das ist normal. Mamas sexy Silhouette hinterm Vorhang. Habe ich sofort erkannt. Also bitte, wer erkennt nicht die wahnsinnig attraktive Mutter, wenn sie hinterm Vorhang steht? So, ich muss... Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich brauche unbedingt irgendwas, wo ich... Ich könnte ja rein theoretisch auch den Hocker hier hinstellen und den Vorhang wegmachen und Mama sagen, hey, was geht, Mädel? Ich weiß, dass du da bist. Aber wir spielen das Spiel natürlich richtig, ist ganz klar, ne? Weil es ist ein ernstzunehmendes Spiel. Es ist viele Kinder da draußen. Viele Kinder da draußen haben das Problem, dass deren Eltern ihre Spiele verstecken und damit richtig, richtig, richtig böse Gedanken hegen. Kinder dermaßen auf die Palme bringen. Das nennt man schon Psychoterror. Wie Eltern ihre Kinder misshandeln, indem sie die Spiele einfach verstecken. Deswegen spielen wir das hier vernünftig. Die Gelder, die für dieses Spiel ausgegeben werden, werden auch an einer Hilfeorganisation für suchende Kinder gespendet. Die suchen nämlich immer noch nach ihren Spielen. Mama, du hast einen Dachschaden. Lies mal lieber ein Buch, anstatt dich dahinter zu verstecken. Okay, da ist es drin. Lass mich raten. Ist er kaputt? Muss ich erst nachlesen, wie man den Hocker wieder repariert? Hallo? Ah. Mhm. Von wegen Hocker. Wir sollen da gar nicht. Das ist eine Falle. Die hat Mama uns gestellt. Mama war das nämlich. Nicht nur, dass sie unsere Spielkonsole versteckt hat. Nein, sie hat auch die Tatsache, dass wir das rein theoretisch mit der Leiter holen könnten, hat sie herausgefunden, hat das vorausgesehen und hat einfach eine kaputte Leiter reingemacht. Sodass wir diese Leiter nehmen, versuchen an unsere Spielkonsole zu kommen, dabei aufs Maul fliegen und sämtliche Knochen brechen, aber Hauptsache Mama hat ihren Willen gekriegt. So eine ist das nämlich, diese Mutter. So eine ist das nämlich. Aber wir sind nicht doof. Wir nehmen lieber die Bücher. Sonst vergammelt die ja sowieso nur im Regal. Liest ja keiner den Kotz. So. Okay. Das ist Mama. Wie sie unter das Sofa gekommen ist, lassen wir jetzt einfach mal da hinstehen. Nee, das ist Mama. Hä? Das ist nur ein Poster von Mama. Ha! Die hat mich verarscht. Die Gute. Ja, nix gibt's. Hier. Warte mal, kann ich das Poster vielleicht erstmal irgendwie anderweitig?
markieren. Ich reiß da ein bisschen dran rum, so. Also, dieses Versteck, bei dem ich nicht weiß, wo die Spielkonsole ist, das muss erst noch erfunden werden. Kann es sein, dass das nicht Mama ist? Okay, jetzt wird's schwierig, Leute. Ich habe ein bisschen Angst. Ist das Mama oder ist das Mama? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das eine Falle ist. Mama. Scheiße! Ich habe gedacht, das wäre eine Falle! Ich habe gedacht, das wäre eine Falle. Wer ist da unten drunter? Okay, ich muss den Baumstamm nehmen und auf Mama schmeißen. Ach, da oben! Okay. Ach so. Ich habe gedacht, das wäre eine Falle. Okay, das war zu einfach. Ich brauche es herausfordernder. Der siebte Tag. Ein Laubbläser. Bläser gesagt. Da ist Mama. Guck mal, seht ihr das Auge? Wir können natürlich jetzt auch den Laubbläser nehmen und ihn volle Kanne auf die Möhre donnern. Aber ich glaube nicht, dass das richtig ist. Okay, unsere Statistik ist auf jeden Fall gut. Wir wurden bisher nur einmal von Mama erwischt. Okay. Scheiß Licht. Okay, aber das konnte man nicht wissen. Das kann man beim First Try nicht wissen, ganz ehrlich. Das ist echt schwer gewesen. Der neunte Tag. Nudeln. Hallo Mama, na? Lasziv am Boden liegt sie da. Unsere Mama. Sie wollte früher Model werden, aber hat leider nicht ganz gereicht. Opa hat Hunger. Alter, die arme Mutter, der arme Opa. Weißt, ihr Vater sitzt da, hat Hunger des Todes und sie liest einfach Zeitung, weißt? Okay. Wir müssen den Opa mästen. Sitzt der auf der Konsole? Muss er sie verdauen? Ich versteh's nicht. Das wird übrigens immer abstruser, ne? Wenn ihr euch an das erste Spiel erinnert, es wird nur noch abstruser. Es wird nicht einfacher, es wird schwerer, tatsächlich, das weiß ich. Und ich will die Konsole nicht mehr. Der hat ja die ganze Zeit drauf gesessen. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man auf eine benutzte Toilette drauf sitzt, die noch warm ist? Diese Konsole ist jetzt auch ganz warm. Die Honey! Die Honey! So. Diese Mutter, ey, ohne Witz. Ich würde die gerne mal in Real Life kennenlernen, diese Mutter. Und würde einfach gerne mal mit der reden. Und einfach fragen. Was ist eigentlich los mit dir, Mädchen? Okay, da komme ich so nicht hoch. Da ist doch nichts mehr. Okay, seht ihr, jetzt wird es schon schwieriger. Wenn ich das Ding aufmache, dann weiß ich, dass da Mama ist und mich nervt. Aber... Mama! Okay, wir könnten uns auch einen Hinweis geben, wenn wir irgendwann mal nicht mehr weiter wissen, aber noch gebe ich nicht auf. Ich habe in diesem Ding hier einen Sack. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ich nenne es einfach liebevoll Sack. Wir müssen Mama damit einschläfern. Ich hätte ja auch eins übergebraten damit. Und dann schleichen wir uns... Alter, das ist ja assi. Dann schleichen wir uns an der Seite an den... Oh, Alter. Das müsste doch an unseren Füßen riechen, Alter. Wenn da so Füße von so Kindern neben dir schlawenzeln, das müsstest du doch riechen. Okay, erstmal alles angucken. Hier ist Licht aus. So. Jetzt habe ich hier eine Taschenlampe. Ach, da!
Okay, was hat die Mutter mit dieser Konsole gemacht? Dass sie nur sichtbar wird, wenn man sie mit einer Taschenlampe anleuchtet. Das ist nicht gesund. Die würde ich meinem Kind nicht mehr zum Spielen geben. Okay, was ist das hinten im... Ach, das ist eine VR-Brille! Ja, Opa und sein VR. Er wird ganz biestig, wenn er mal nicht im VR spielt. Und dabei sein Geld ausgibt. Oh. Mama mag es nicht, wenn wir Konsole spielen, aber Geld ausgeben darf ich auch nicht. Was darf ich denn überhaupt? Ja gut, dann geben wir Opa zumindest mal seine virtuelle Brille hier. Und jetzt? Okay, Opa braucht eine neue Hüfte. Hauptsache, wir haben unsere Konsole. Dieses Spiel ist einfach so durch. Oh, guck mal, Tuxedo Mask. Irgendwie erinnert mich dieses Spiel aber auch volle Kanne an den ersten Teil. Ach du Scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Da? Shit. Irgendwie erinnern mich die Rätsel voll. Ich müsste mir das erste Video nochmal angucken. Kann es sein, dass es genau der gleiche Teil wie beim ersten ist? Mitte. Was? Verarsch mich nicht! Der verarscht mich! Das ist ein Trick, Leute. Der 13. Tag. Es ist ein Flugtag. Der verarscht mich. Der ist irgendwo anders. Ah, ich weiß wo. Was? Der hat den Kopf abgenommen! Wie geht's? Das ist ja widerlich! Aber das hier hat auch gerade eben gewackelt, als das Ding hier sich bewegt hat, ne? Ja. Die Lampe wackelt. Aha. Also, so hundertprozentig sicher bin ich nicht, ob die... Nee, die Rätsel sind nicht gleich. Jetzt bist du halt nass hier. Na und? Bist du aus Zucker oder was? Die Kinder heutzutage, weißt? Wenn du das erreichen willst, musst du durch Scheiße gehen. Das ist normal. So, da oben ist... Komme ich nicht ran. Ja. Ja, durch den Regenbogen kommen wir da hoch. Na, wir klettern einfach auf den Regenbogen. Ja, klar. Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows. Oh, ihr merkt, das Spiel ist so durch. So, Opa darf jetzt erstmal eine Maske tragen, denn Opa sieht hässlich aus. Opa macht den Kindern immer Angst, Alter. Hat er mich jetzt geschlagen mit dem Stock? Was ist das für Erziehungsmethoden hier? Ich wollte dir eine hübsche Maske geben. Ich muss Opa von Aliens abholen lassen. Tschüss, Opa. War schön mit dir. Du hast mich gerade eben mit dem Stock geschlagen. Du verdienst es nicht anders. Habt ihr noch eine Analsonde übrig? Opa hat immer schon mal wissen wollen, wie das mit diesen Analsonden funktioniert, liebe Aliens. Ihr könnt gerne sämtliche Experimente mit ihm machen. Ey, der wollte mich gerade mit dem Stock schlagen. Er hat's verdient. Er hat's verdient. So. Wir müssen die Fresse halten, sagt Grau. Da ist was drin. Eine Kugel, ein Ball, was auch immer. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss mit dem Ball spielen mit dem. Und jetzt muss ich ihn töten. Ach, bedrohen einfach nur. Okay, alles klar. Ohne Blutvergießen heute mal. Ne? So. Ein Level machen wir noch und dann ist Feierabend für heute. Ihr seht schon, dieses Spiel ist sehr, sehr herausfordernd. Ich muss dann immer Pause machen, weil das echt anstrengend ist zum Spielen. Nein! Oh, Mama! Och, versteck dich doch nicht in der Waschmaschine. Ich hab dir schon 50 Mal gesagt, Mama. Versteck dich nicht in der Waschmaschine. Dann mache ich sie aus Versehen an und dann kommst du raus und bist total plüschig. Das mag ich nicht. Ich mag meine Mama nicht so plüschig. So, wir machen jetzt erstmal den Stier aggressiv.
Was soll das denn jetzt? Ich will den aggressiv machen, damit der Opa losgeht. Das ist übrigens ein anderer Opa. Der alte Opa, der ist ja von Aliens abgeholt worden. Das ist jetzt ein anderer. Ja gut, warte mal. So. Achso. Warte, aber erstmal müssen wir ihm die Augen verdecken, weil sonst kommen wir ja da nicht ran, oder? Nee, doch nicht. Wir kommen schon direkt ran. Okay. Okay, liebe Leute. Ihr seht schon, dieses Spiel ist sehr herausfordernd. Hier gibt es noch die Muttersammlung, die zeige ich euch. Diese Musik. Ich muss mich in jedem Level von meiner Mama erwischen lassen. Dann wird das hier als Achievement drin. Kommt das als Achievement drin vor. Das ist gut zu wissen. Das wusste ich nicht, dass es das gibt. Wirklich nicht. Okay, mehr gibt es leider in diesem Spiel nicht. Also wir haben 50 dieser Level vor uns. Wenn ihr mehr sehen wollt von diesem grandiosen Spiel, der Fortsetzung der Fortsetzungen, auf die wir seit Ewigkeiten gewartet haben, dann dürft ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Und dann spiele ich das nächste Mal weiter. Mutter hat mein Spiel versteckt. Teil 2. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und versteckt nicht so oft eure Spielkonsolen. Liebe Mütter da draußen, wenn ihr das seht. Danke.